Hallo, liebe Deutschlernende! Heute reden wir über die Redewendung so gut wie erledigt, beziehungsweise so gut wie. Was bedeutet so gut wie? Nun, es bedeutet fast. Ja? Es bedeutet fast. Denn wenn ich sage so gut wie, könnte ich auch sagen, es ist so gut als ob. Ja, so gut wie, ja, beziehungsweise so gut als ob. Zum Beispiel, jemand sagt zu mir, hey, Marco, kannst du bitte den Müll runterbringen? Ja, mein Mitbewohner sagt zu mir, Marco, kannst du bitte den Müll herunterbringen? Und dann stehe ich auf, und um den Müll herunterzubringen, und dann sage ich zu ihm, es ist so gut wie erledigt. Ja, es ist so gut wie erledigt. Ich bin ja schon auf dem Weg. Das heißt, es ist schon fast so, als wäre es erledigt. Ja, es ist so gut wie erledigt. Ja, natürlich, wenn ich dann auf einmal stoppen würde und den Müll nicht herunterbringen würde, dann wäre es natürlich nicht erledigt. Aber da ich schon auf dem Weg bin, da ich es schon gleich erledige, ist es so gut wie erledigt. Ja, es ist fast schon so, als wäre es erledigt. Ja, und wenn jemand zu dir sagt, hey, kannst du bitte das und das tun, kannst du bitte das und das erledigen, dann kannst du zu demjenigen sagen, es ist so gut wie erledigt. Und dann weiß derjenige, dass du es wirklich machen wirst und dass du schon fast dabei bist, es zu tun. Ja, auf Englisch würde man vielleicht sagen, consider it done. Ja, consider it done. Ja, tu so, als wäre es schon erledigt. Ja, und genauso sagen wir im Deutschen, so gut wie erledigt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!